Hi Mädels, ich begrüße euch zu meinem Sealong Teil 2. Ich habe euch ja im letzten Teil bereits gezeigt, wie ihr euch das Schnittmuster einmal anpassen könnt, beziehungsweise wie ich mein Schnittmuster auf meine Bedürfnisse angepasst habe. Solltet ihr zu allem, was ich tue, auch gerade beim Sealong oder so, immer eine Frage haben, dürft ihr mich natürlich gerne über Instagram anschreiben oder auch über E-Mail und ich antworte auf all eure Fragen. Ich weiß auch, dass so ein Schnittmuster anpassen gerade für Anfänger nicht unbedingt einfach ist und man sollte da auch gar nicht so viel herumexperimentieren als Anfänger mit dem Schnittmuster, sondern erstmal ein Nesselteil nähen und gucken, okay, passt oder passt es nicht und wo muss ich dann halt eben was ändern. Im Teil 2 geht es jetzt rund um das Oberteil. Wir nähen den Brustabnäher, ich habe es ein bisschen aufgeschrieben, wir nähen die Knopfleiste im Rückenteil. Ich nähe eine Alma mit einer Knopfleiste im Rückenteil. Wir vernähen die Schulter und wir versäubern den Halsausschnitt mit einem Schrägband. Genau, und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Und dann wird es natürlich auch noch ein Teil 3 und ein Teil 4 geben, denn alles in einem Video wäre einfach zu viel und zu unübersichtlich und ich möchte es euch auch etwas ausführlich zeigen. Los geht's! Ich habe alle Schnittteile nun zugeschnitten. Zweimal die aufgesetzte Tasche. Ich habe die aufgesetzte Tasche also schräg quer zum Fadenlauf zugeschnitten, so dass ich es hier oben an der Webkante zugeschnitten habe. Denn diese schöne Webkante bei meinem Leinstoff möchte ich mir erhalten und das ist dann später mein Tascheneingriff. Den muss ich nicht mehr versäubern. Der ist bereits versäubert und franzt ja auch nicht aus. Dann habe ich zweimal meinen Bindegürtel. Ich habe meinen Bindegürtel doppelt zugeschnitten plus 10 cm Länge. Ich möchte, dass er wirklich schön aussieht und dass ich ihn auch schön binden kann, dass es auch hinten so ein bisschen vielleicht schönere und dickere Schleife auch ist. Dann habe ich hier noch ein Etikett. Ich habe natürlich meine 5 Knöpfe, die ich brauche für das Rückenteil. Ich habe etwas leichten Leinen Baumwollstoff, den ich später als zu einem Schrägband verarbeiten werde. Weiter geht's. Dann habe ich hier das Rückenteil. Am Rückenteil zeige ich euch noch etwas. Mein Schnittmuster ist natürlich ohne Nahtzugabe. Das habe ich im Teil davor euch etwas erklärt. Und am Rückenteil, ich möchte ja dann eine Knopfleiste im Rückenteil haben, habe ich hier plus 4 cm zugeschnitten. Ja, also ich habe es dann hier angelegt. Genau, und das sind 4 cm. Also ein Quadrat ist bei mir jetzt knapp 2 cm und dann sind das knapp sind das hier 4 cm. Auf der anderen Seite natürlich auch und das habe ich in doppelter Stofflage zugeschnitten und später wird das dann hier umgeklappt. Genau. Also wenn ihr im Rückenteil eine Knopfleiste haben möchtet, einfach hier an der hinteren Mitte plus 4 cm dazu und ich habe bei meinem Schnittmuster noch eine Nahtzugabe dazu tun müssen, da ich hier im Schnittmuster keine Nahtzugabe habe. Das Vorderteil habe ich dann im Stoffbruch zugeschnitten. Das habe ich euch auch im letzten Teil gezeigt. Genau, da ich ja eine Knopfleiste im Rückenteil habe. Und dann habe ich hier zweimal meinen Rockteil, den habe ich ganz normal zugeschnitten. Er ist bei mir etwas länger, etwas kürzer. Auch das habe ich euch ja im letzten Teil gezeigt, wie ihr euch den Rockteil kürzen könnt. So, das sind alle meine Schnittteile und die fusseln auch ganz schön der Leinenstoff, wie ich gerade festgestellt habe. Und dann geht's los ans Nähen. Wir starten mit dem Brustabnäher auf meinem Vorderteil. Dazu nehme ich ja mein Schnittmuster und mache mir ein Loch in das Schnittmuster, da wo mein Brustabnäher in meiner Brust aufhört. Ich zeichne es mir auch gerne noch immer mit einem Leuchtstift ein und so kann man es einfach gerade diese vielen Linien hier recht gut erkennen. Dann lege ich das Schnittmuster auf die linke Stoffseite, zeichne mir hier das Löchlein ein und ich zeichne mir die Striche hier ein, wo der Brustabnäher aufhört. Das sieht dann hier so aus. Das kann man gut erkennen. Dann nehme ich hier mein Bügellineal, klemme das Bügellineal hier ein, schaue, dass hier an der Seitennaht die beiden Linien aufeinander liegen, also da, wo der Brustabnäher aufhört, beziehungsweise wie groß er ja ist. Diese Linien müssen hier aufeinander liegen und ich muss mein Bügellineal so legen, dass hier der Punkt, dass ich hier natürlich auch auf den Punkt treffe, bügle es dann ab. Bügeln ist hier sehr wichtig, auch gerade bei einem Leinenstoff. Zeichne mir hier als Hilfe einfach eine Linie ein.
kann gerne nochmal drüber bügeln, klemme es mir dann mit Nähclips fest und beginne von der Seitennaht aus hin zum Brustabnäher zu nähen mit einem schönen kleinen geraden Stich und lasse es hier flach auslaufen. Ich verriegle es nicht, denn Verriegeln bewirkt oft, dass hier so eine unschöne Tüte auf der anderen Seite entsteht, dass es da so eine kleine, ja, dass der Stoff da so eine kleine Gewürzt ist, sage ich mal. Und ich verknote Anfang und Ende oder hier das Ende dreimal. Also den Faden hier etwas länger lassen und dann wird er dreimal verknotet. Ich habe den Brustabnäher nun genäht bis hier zur Brustspitze und nehme nun den Faden, den ich etwas länger habe. Verknote ihn so 3 bis 4 Mal und versuche auch es hier sehr locker zu binden, ohne da irgendwie den Stoff zu sehr zu, ja, da irgendwie jetzt mit zu verknoten. Denn es ist sehr wichtig, auch hier beim Brustabnäher, dass es später von der rechten Stoffseite aus wirklich sehr, sehr, natürlich sehr schön aussieht. Und schneide es dann so ein paar Millimeter von meinem Knoten entfernt dann ab. Ja, also hier dann so. Und das darf dann auch hier so ein bisschen überstehen, das stört nicht. Und das mache ich dann auf der anderen Seite natürlich auch. Weiter geht es mit der Knopfleiste auf dem Rückenteil. Da habe ich mir die 4 cm an der hinteren Mitte mehr zugeschnitten. Nun nehme ich wieder mein Bügellineal. Das hilft mir einfach beim Bügeln, einfach die Übersicht zu behalten, dass es wirklich schön sauber gebügelt ist und natürlich in einem gleichmäßigen Abstand. Ich habe jetzt hier einen Stoff, wo die Karos 2 cm breit sind. Das ist natürlich auch echt super und einfach etwas leichter. Dennoch klemme ich mich in mein Bügellineal ein, bügel dann die 2 cm ab, schlage es dann um, bügel es dann nochmal die 2 cm ab, stecke es mit Nähclips fest, und nähe nun mit einem geraden Stich von oben nach unten die Knopfleiste fest. Und das mache ich natürlich auf beiden Seiten. Die Knopfleiste ist nun genäht auf beiden Seiten und später kommt es dann so hin. Und dann kommen dann natürlich hier noch meine Knöpfe und meine Knopflöcher. Und ich finde, das sieht auch gerade mit dem Karostoff echt toll aus. Weiter geht es an die Schulternaht. Wir schließen jetzt die Schulternaht. Dann habe ich hier ja mein Vorderteil. Und dann nehme ich meinen Rückenteil und dann einfach rechts auf rechts legen. Und ich vernähe es zuerst mit einer Overlocknaht und dann ein paar Millimeter von der Overlocknaht entfernt mit einem geraden Stich, einfach als Sicherung zur Stabilität und halte natürlich meine Nahtzugabe von 1 cm damit auch ein. Weiter geht es mit dem Schrägband. Ich schneide das jetzt auf dem Boden zu, da ich es euch so am besten zeigen kann. Also zuerst das Halsloch ausmessen. Das ist bei mir 72 cm lang plus jeweils 1 cm Nahtzugabe von der einen und von der anderen Seite. Das sind dann insgesamt 74. Ich habe jetzt hier einen Strich bei meiner 74 gemacht. Ich schneide jetzt das Schrägband nicht schräg zum Fadenlauf zu. Das ist bei einem so einen leichten Baumwoll-Leinenstoff wirklich nicht nötig, der dehnt sich da auch so toll mit. Dann habe ich hier mein Lineal, lege dann mein Lineal hier auf die 3 cm an. Das Schrägband muss eine Breite von 3 cm haben und hat eine Länge von 74. Zeichne mir das ein und schneide es aus. Ich habe mein Schrägband nun rechts auf den Halsausschnitt gesteckt. Mein Schrägband ist ja unifarben, da ist es jetzt egal, welche Seite es ist. Anfang und Ende stehen ein Stück weit ab, denn das wird später umgeklappt und nach innen geschlagen. Genau, also rechts auf rechts feststecken und ich vernähe es jetzt mit einer Overlocknaht, nähe ich es fest. Und ich zeige euch noch etwas zu der Schulter, das habe ich glaube ich etwas vergessen. Ich habe ja vorher die Schulter zusammengenäht, auch hier mit der Overlocknaht. Und ein paar Millimeter davon mit einem geraden Stich. Warum mache ich das nochmal mit einem geraden Stich? Als zusätzliche Stabilität, zusätzlichen Halt natürlich. Und wenn ich den Stoff jetzt hier auseinanderziehe, dann sehe ich hier meinen dunklen Faden. Ja? Würde ich den Stoff, da ich alles mit einem weißen Faden, Overlockfaden nähe, würde ich den Stoff jetzt sonst auseinanderziehen, ja? Dann wäre hier der Faden weiß und nicht dunkel. Gerade bei so einem dunklen Kleidungsstück ist es dann, wird es jetzt einfach nicht schön aussehen, wenn ich den Stoff hier auseinanderziehe und ein weißer Faden hervorblitzt, ja. So sehe ich hier den dunklen Faden und es ist auch wirklich tipptopp versäubert und
Ich habe lange Freude an dem Kleidungsstück. So, jetzt nähe ich aber den Halsausschnitt fest. Das Schrägband habe ich nun angenäht. So sieht es aus. Und wir nähen das Schrägband, also es ist ein verstecktes Schrägband, also man sieht es später am Kleidungsstück nicht. So, das heißt, ich nehme jetzt hier die Nahtzugabe. Die Nahtzugabe wird jetzt ins Kleidungsstück gebügelt. Also das kann ich gerne von dieser Seite aus machen. Die Nahtzugabe hier ins Kleidungsstück klappen und den ganzen Halsausschnitt gut abbügeln. Das ist sehr wichtig. Also bügeln ist jetzt hier an dieser Stelle wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr sehr genau arbeitet und dass es später auch natürlich schön aussieht. So, nun habe ich hier mein Schrägband. Das ist dann jetzt noch knapp 2 cm breit. Klappe es auf die Hälfte um. Also ich habe ja hier zuerst meinen Stoffstreifen, das habe ich jetzt vergessen. Genau, mein Stoffstreifen, der jetzt hier noch übersteht, dieser 1 cm, den klappe ich nach innen ein. Dann bügle ich es auf die Hälfte, also den 1 cm hier quasi umklappen und klappe es dann um die Nahtzugabe um. Schau, dass ich alle Fäden hier so reinlege, gerade hier so am Anfang und Ende. Genau, dass es hier schön aussieht. Und stecke es dann mit Nähclips fest. Und das mache ich den ganzen Halsausschnitt entlang. Also auf die Hälfte hier umschlagen, bügeln und dann nochmal umklappen, mit Nähclips feststecken. Und dann nähe ich es ganz knapp an der Kante mit einem geraden Stich, aber da nehme ich euch gleich mit. Und dann sieht es später von der rechten Stoffseite so aus und das Schrägband ist nicht zu sehen. So sieht es jetzt bei mir an der Nähmaschine aus. Ich habe mir einen schönen geraden Stich eingestellt. Ich nähe es jetzt hier von der linken Stoffseite aus. Man könnte es auch für geübte Näher von der rechten Stoffseite aus nähen. Dann ist man auf der ja wirklich sicheren Seite, dass es auch hier sehr schön vernäht ist. Ich habe jetzt hier aber einen dunklen Faden genommen. Ich habe mich jetzt für den dunklen Faden entschieden. Ich habe zuerst überlegt, ob ich einen Roséfaden nehme. Dann wäre hier von dieser Stoffseite so ein Roséstich zu sehen, aber ich bleibe beim dunklen Faden, nähe von der linken Stoffseite aus und nähe nun hier ganz knapp an der Kante das Schrägband fest. Anfang und Ende werden natürlich verriegelt. So sieht es bei meinem Schrägband nun von der linken Stoffseite aus. Ich zeige es euch mal hier im Detail, ich habe mir noch ein kleines Etikett mit angenäht. Gerade hier so Anfang und Ende vernähe ich dann mit dem Faden immer noch mal so ein bisschen, denn es wäre jetzt sehr schwer von hier oben dann hier so schräg rüber mit einem geraden Stich zu nähen. Also ich verriegel immer hier Anfang und Ende, lasse den Faden etwas länger und den übrigen Faden, der hier so absteht, den dafür nähe ich hier noch immer ein bisschen das Stückchen, verknote es dann und schneide es ab und somit ist es dann wirklich sehr, sehr sauber vernäht. Ja. Genau. Und es sieht dann auch von der rechten Stoffseite auch wirklich sehr schön aus. Und wie ihr seht, man sieht das Schrägband jetzt ja, also fast gar nicht. Da blitzt natürlich immer so ein bisschen was hervor, wenn man es dann auch vielleicht mal anhat. Aber man sieht von der rechten Stoffseite aus nichts und sieht wunderschön aus. Und der Halsausschnitt ist ganz toll versäubert. Genau, also das war's jetzt mit dem zweiten Teil. Ich denke, das reicht. Wir machen dann im nächsten Teil weiter mit dem Rockteil, mit den aufgesetzten Taschen und genau. Also vielen lieben Dank und weiter geht's dann im dritten Teil. Ciao!